مثل العلماء مثل النجوم في السماء إن تركها الناس ضلوا وإن تغيبت عنهم تحيروا. Und dann Sheikh Salih al-Fawzan hafizahullah sagt eine wichtige Angelegenheit, und zwar wie es zum Schirk kam und wie dann auch Nuh alayhi salatu wassalam zu seinem Volk entsandt wurde. Allah subhanahu wa ta'ala entsandte Nuh alayhi salatu wassalam zu seinem Volk, nachdem sein Volk gegenüber der rechtschaffenen Menschen übertrieben haben. Sie wurden fanatisch gegenüber ihre rechtschaffenen Menschen. Denn die Menschen zwischen Adam alayhi salatu wassalam bis zu dieser Zeitpunkt vergingen 10 Jahrhunderte und sie waren auf dem Tawhid. Sie haben Allah Ta'ala nichts beigesellt. Alle waren auf dem reinen Tawhid. Und unter dem Volk Nuh alayhi salam, es waren einige rechtschaffene Menschen. Als diese rechtschaffenen Menschen gestorben sind, die Menschen sind sehr, sehr traurig geworden. Es erfasste diese Menschen eine heftige Traurigkeit, aufgrund, dass diese Menschen gestorben sind, diese rechtschaffenen Menschen. Somit der Shaitan, la'anahullah, ergriff hier die Gelegenheit, indem er zu ihnen sagte, macht Bilder von diesen rechtschaffenen Menschen und hängt sie auf in eure Sitzungen. Macht die Bilder und dann hängt sie in euren Sitzungen, so dass ihr, wenn ihr diese Bilder seht und betrachtet, euch daran erinnert, und dann werdet ihr motiviert sein, Ibadah auszuführen. Denn ihr werdet dann sehen und daran euch erinnern, dass die Menschen, sie waren rechtschaffene Menschen und gottesfürchtige Menschen, und so wollt ihr wie sie sein. Somit, wenn ihr diese Menschen betrachtet und seht auf den Bildern, die auf den Wänden aufgehängt sind, so werdet ihr euch aufmuntern dadurch und euch anstrengen in der Anbetung. Und somit, sie machten dies. Sie machten bloß diese Bilder von diesen toten Menschen und sie hängten sie auf. Jedoch, hier in dieser Generation blieb der Shaitan nur bis hier. Und niemand betete diese Menschen an, diese Bilder. Niemand betete sie an, weil es waren auch unter ihnen Gelehrten anwesend. Gelehrten, die ihnen der Tawhid klarstellten und sie vor dem Schirk warnten. Und hier sieht man die Wichtigkeit der Gelehrten, die Wichtigkeit der Ulema, die Anwesenheit der Ulema, die Ulema al-Nasihin, diejenigen, die wahrhaftige Ratschlaggeber sind, und nicht Ulema, die Betrüger sind und Täuscher sind, wie Yusuf al-Qardawi und andere ihre gegangene Köpfe. Ulema wie Imam Rabi' und Ulema wie Sheikh Salih al-Fawzan und so weiter und so fort. Jedoch dann, Sheikh Salih fährt fort und sagt, als diese Ulema, die damals anwesend waren, als sie verstorben sind und somit ist die erste Generation gegangen, kam die nächste Generation und die Ulema waren schon verstorben. Und hier sieht man, wenn keine Ulema anwesend sind, wie schlimm kann sich die Situation verändern
und wie schnell kann das Irrtum kommen? So kam dann der Shaitan und sagte zu diesen Menschen, die keine Ulema hatten und in Unwissenheit verfallen waren und keine Kenntnisse hatten über ihre Vorfahren, wie sie wirklich waren. Somit kam der Shaitan zu ihnen und sagte, wahrlich, euren Vorvätern, sie haben diesen Bilder aufgehängt, sie haben für sie nichts auf, für nichts anderes aufgehängt, außer dass sie sie anbeten. Sie haben bei diesen Menschen das, der Regen erbitten. Und somit verschönerte er ihnen die Anbetung gegenüber diesen Menschen und da verfielen diese Menschen in Schirk. Und hier geschah zum ersten Mal auf der Erde Beigesellung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und als Nuh alayhi salatu wa salam zu diesen Menschen kam und er sie zum reinen Tawhid aufrief, worauf ihre Vor- und Vorväter waren, diese Menschen zeigten sich hochmutig. Und sie zeigten sich, yani, Inat, Sturheit. Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, sagte, dass dies war der erste Schirk, der auf der Erde geschehen ist. Und jetzt soll sich jeder fragen, was war der Sebab für diesen Schirk? وَسَبَبُهُ السُّوَرْ. Und der Grund war, waren diesen Bilder. Diesen Bilder, die heute leider viele der Muslimen leicht mit dieser Angelegenheit umgehen. Sie machen Fotos und Fotos und Fotos von ihren eigenen Kindern, von ihren eigenen Vätern und Großmutter und Großvater und von sich selber und von hinten und von vorn und von links und von rechts und von da und von oben und schaut die Gefahr von diesen Bildern. Schaut euch diese Gefahr. Sheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, sagt, Der Grund, meine Lieben, dass zum ersten Mal Schirk auf der Erde geschehen ist, zustande gekommen ist, waren diese Bilder. Yani jeder Salafi, der diesen Sachen hört, sollte ihm klar werden, wie gefährlich ist diese Angelegenheit. Und er sollte sich nicht irgendwelchen Ausreden aussuchen, von da und von dort und von irgendwo, um sich Bilder zu schießen. Jeder sollte Allah subhanahu wa ta'ala für diese Angelegenheit fürchten. Denn die Großgelehrten wie Imam al-Fawzan und Imam Rabi' und Imam Ubaid und Imam Abdul Muhsin al-Abbad und die Verstorbenen wie Imam al-Albani und Imam Ibn Ubas und Imam Uthaymin und all die Hochkaliber, niemand von ihnen hat diese Bilder erlaubt. Und schon das sollte für uns eine Anzeichen sein, um vorsichtig zu sein. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, und das im Hadith in Bukhari und Muslim verzeichnet, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, Inna shaddan nasi azaban inda Allahi yawm al-qiyamati al-musawwirun. Bukhari und Muslim. Die Menschen, die am heftigsten bei Allah am jüngsten Tag bestraft werden, sind diejenigen, die Fotos machen, die Bilder machen. Und eine weitere Hadith, die auch in Bukhari und Muslim ist, wo der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, Innal ladhina yasna'una hadhihi suwar yu'adhabuna yawm al-qiyamah yuqal lahum ahyu ma khalaqtum. Bukhari und Muslim. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, diejenigen, die diese Bilder machen, sie werden am jüngsten Tag bestraft und es wird zu ihnen gesagt, haucht Leben in dem ein, was ihr erschaffen habt, yani was ihr gemalt und was ihr Bilder gemacht habt. Haucht Leben ein und sie haben nicht die Möglichkeit, nicht die Fähigkeit, nicht die winzigste Fähigkeit dazu. Somit jeder, der diese Sachen hört und die Geschichte von Nuh a.s. bzw. sein Volk, wie dazu gekommen ist und diese Hadithe,
dann soll er von diesen Bildern die Finger fernhalten und Allah fürchten. Und dann sagt Sheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah, لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك كما حصل لقوم نوح. Denn wahrlich, diese Bilder sind von den Wegen, die zur Schirk führen, von den Mitteln, von den Wegen, die zur Schirk führen, wie es im Volk von Nuh a.s. geschehen ist.